Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews. Wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit. Markenrebell, Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze mit meinem Team Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mit einer Solo-Show. Mit einer Solo-Show und dem Thema die Schattenseiten von Ruhm und Ehre. Ja, wenn ihr da draußen unterwegs seid und äh, natürlich seid ihr unterwegs, die Frage ist nur, wollt ihr einen Podcast machen oder nicht? Und wenn ihr sagt, ja, ich möchte einen Podcast machen, äh, so wie ich das gemacht habe vor circa dreieinhalb Jahren, ähm, dann werdet ihr irgendwann mit der Frage oder mit der Tatsache konfrontiert, dass ihr eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit habt. Jetzt werdet ihr euch sagen, hey, klar, hast du eine Aufmerksamkeit, deswegen machst du ja einen Podcast. Aber das Ganze wird natürlich so ähm, sich zuspitzen, je nachdem, wie erfolgreich ihr das Ganze macht, ähm, dass die Ganze Aufmerksamkeit auch dazu führt, dass ihr mit Menschen zu tun haben werdet, die euch das nicht gönnen. Und über genau diese Schattenseiten äh, möchte ich heute so ein bisschen erzählen. Weil auch ich habe das Thema Anfang, anfangs total unterschätzt. Ich habe daran gar nicht gedacht. Ja, ich habe einen Podcast gemacht. Ich wollte wertstiftenden Content produzieren für euch da draußen und äh, wollte dann einfach ja. Wollte einfach sehen, wie weit das Thema ankommt. So habe ich angefangen. Ich habe zu den ersten Folgen gemacht, habe einfach gesagt, okay, wenn da einer zuhört, dann mache ich weiter. Wenn keiner zuhört, kann ich das immer noch äh, wieder zumachen, das Ganze. Und es ging natürlich, Jahr für Jahr steigerte sich das Ganze. Also es war nicht so, dass das irgendwie dann mal wieder irgendwie so im Sande verlief, sondern ich blieb da kontinuierlich dran, weil ich einfach auch Lust drauf hatte. Und ich muss sagen, ich habe Feedbacks bekommen, das ist der Wahnsinn. Also das rührt mich so tief im Herzen. Wenn du dann zum Beispiel ganz lange E-Mails bekommst mit Leuten, wo du mit einer Podcast-Folge ein komplettes Leben zum Positiven verändert hast. Und das ist toll. Also dieses Feedback, davon lebe ich als Podcaster. Also das ist im Grunde mein Applaus. Das ist das, was mich unendlich freut, wenn das, was ich tue, helfen kann. Und ähm, dieses Wertstiftende war für mich ein, ein, ein ganz entscheidender Punkt. Also hier keine Werbeveranstaltungen ständig zu machen, eine Dauerwerbesendung mit einem Podcast zu machen, sondern wirklich herzugehen und zu sagen, was sind meine Erfahrungen, was ist mein Wissen. Und das würde ich gerne einfach mit den Leuten da draußen teilen und in Austausch gehen, dass ein Dialog entstehen kann, äh, um man vielleicht den einen oder anderen äh, von euch befähigt, selbst einen Podcast zu starten oder seine Markenkommunikation äh, zu verbessern. Ja. So, zurück zum Thema. Schattenseiten von Ruhm und Ehre. Ähm, es, es fing natürlich irgendwann an, das kennt ihr sicher selbst, wenn du mal so einen Facebook-Post hast oder irgendwie einen YouTube-Film, dass irgendeiner dann drunter steht, äh, drunter schreibt, äh, ja, was ist das eigentlich für ein Schmarrn oder, oder, versteht ihr? Also, dass das, das irgendwie nicht gewertschätzt wird. Das sind dann anonyme Profile, die sich natürlich nicht trauen, ihren richtigen Namen zu verwenden und so weiter. Und je nach Selbstwert oder Selbstvertrauen, das der ein oder andere so für sich hat, habe ich jetzt für mich gedacht, dann habe ich gesagt, okay, das ist ja nicht tragisch. Ja. Also ich verfolge ja die, ähm, die, die, die Ansicht, dass zum Beispiel eine Facebook-Seite oder mein Facebook-Profil ist wie mein Wohnzimmer. Ja. Wenn da einer reinkommt, ungefragt und seine Schlammstiefel auf meinem Wohnzimmer-Couchtisch ablegt, äh, dann schmeiße ich den raus, blockiere den, fertig. Ja. Also das ist dann, da diskutiere ich überhaupt nicht. Sondern äh, ich will natürlich mit Menschen zu tun haben, die die gleichen Werte haben wie mich oder ähnliche Werte haben, wie, wie das meine Werte sind und wenn da eine Deckungsgleichheit da ist, dann ist dieser wertschätzende Umgang einfach gegeben und dann macht das natürlich auch Spaß. Aber ähm, das Ganze geht natürlich noch äh, viel extremer, wie ich feststellen musste, denn eines Tages bekam ich eine E-Mail eine e oder eine Nachricht ähm, von jemand aus der Markenrebel Community und äh, es war eine Dame und die wies mich darauf hin und meinte so, hey Norman, wie sieht's denn aus? Die Seite hier bei Instagram ist das deine Seite und äh, ich würde die gern liken, aber ich bin mir nicht so, so ganz sicher. Ja und bin äh, ich auf die Seite gegangen, habe mir das äh, angeschaut und dann waren, war das eine im, im Grunde ein Duplikat, also es wurde nachgebaut und ähm, es wurde einfach ähm, verunglimpft, kann man das so sagen, verunglimpft, äh, im Grunde wurde äh, ähm, also mein, mein Foto äh, irgendwie ähm, verändert oder, oder meine Titel verändert von den Posts, die ich so gemacht habe, irgendwelche Zitate umgeschrieben und es war ziemlich unter der Gürtellinie, es war ziemlich befremdlich und es hat auch Angst gemacht, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Profil wurde so aufgebaut, dass man so in, in, in ja, so ein, so ein beklemmendes Gefühl bekam, so im Brustbereich und gesagt hat, hey, wow, willst du das wirklich weitermachen? Also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, das, das war so ein massiver Eingriff in meine Privatsphäre und ich habe ich hab eine Frau, ich habe Kinder, ähm, äh, was, also das könnt ihr super nachvollziehen, sicher. Ja? Also da geht so eine Bedrohung aus. Aus dem Netz, aus dieser digitalen Welt, ohne dass das irgendwie ein Gesicht hat. Ja, da ist ja niemand, der seinen Namen dahin schreibt und sagt, hey, ich bin das, sondern, ähm, ja, wie auch immer, ihr könnt euch vorstellen. Also, ihr merkt schon, ich bin da sehr, äh, immer noch sehr emotional äh, dabei, denn äh, mich macht das natürlich massiv traurig, dass es das gibt, aber ich möchte euch heute in dieser Podcast-Folge einfach auch daraufhin ein bisschen sensibilisieren, weil ich habe das damals einfach nicht auf dem Radar gehabt, dass ein gewisser Erfolg online eben auch solche Menschen äh, aufs Tableau bringen, die das, ähm, ja, die euch damit konfrontieren werden. Und wie bin ich damit umgegangen? Das will ich euch erzählen. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital-Marketing-Mix eures Unternehmens, ganz egal, dieser Online Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash podcastmastery. Und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne, und jetzt geht's weiter hier. Also ich habe festgestellt, dass dieses Profil kopiert wurde und dass dort ein massiver Angriff auf mich, auf meine Persönlichkeit stattgefunden hat. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man online oder digital sich natürlich auch Markenimage aufbaut, dann ist das natürlich auch ein, ein nicht nur ein Angriff auf meine Persönlichkeit, sondern auch ein Angriff auf meine berufliche Existenz ja? und die natürlich auch meiner Partnerin, der Katharina. Das ist ja völlig klar. So. Wir haben uns kurz entschlossen. Das war am nächsten Tag sofort klar, dass wir natürlich zur Kriminalpolizei gehen und das Ganze anzeigen. Und die haben ja äh, da spezielle Abteilungen, die dem Ganzen äh, nachgehen können. Und äh, wir wurden dann vernommen und dann haben wir im Grunde beschrieben, äh, was was dort. Wir hatten Ausdrucke dabei, haben beschrieben, was dort abgegangen ist und so weiter äh, und haben auch versucht, irgendwie nachzuvollziehen, aus welcher Richtung das Ganze kommen könnte und so weiter also ähm, die haben sich wirklich viel Zeit genommen und dann geht das ganze äh, die ganze Vernehmung die ganzen Beweise die man dann gesammelt hat äh, gehen dann in diese äh, ja polizeiliche Fachabteilung und die versuchen dann herauszufinden wer der Verursacher ist ich hatte das natürlich sofort Instagram gemeldet und die haben das Profil dann auch ich glaube innerhalb von 48 Stunden äh, gesperrt oder auch sogar gelöscht es war nicht mehr abrufbar und das Ganze ging dann natürlich auch an die Staatsanwaltschaft. Also, so könnt ihr euch vorstellen, ist das gelaufen. Und in der, der ganzen Zeit, du weißt ja nicht, ist das eine Person aus deinem unmittelbaren Umfeld, ja, oder ist das eine Person, die ganz weit weg ist? Also, du fährst auf einmal ganz anders durch die, durch die Straßen. Ja? Also, ähm, äh, die Motivationsgründe für, für so ein Handeln, also ich erlebe das ja immer wieder, wenn man so durch die sozialen Netzwerke geht, dass es solche Leute gibt einfach, die da, ein, weiß ich nicht, ob die ein Hobby daraus machen oder äh, warum die sich überhaupt solche Arbeit machen, ähm, äh, da wirklich auch eine Familie zu bedrohen. Ähm, das ja hätte ich mir so in meinen äh, Träumen nicht vorgestellt. Wie auch immer, es... Ähm, als ich mich dann so gefangen habe, als ich so meine, meine Emotionen greifen konnte und auch mit der Katharina, äh, meiner Lebensgefährtin, das Ganze besprechen konnte und sie mir da auch als Therapeutin wirklich gut zur Seite gestanden hat und sie macht das ja, also dieses in der Öffentlichkeit, so mit der eigenen Persönlichkeit schon, schon viele, viele Jahre, ich glaube seit 20 Jahren schon, schon fast und konnte mir da auch so gut helfen, wie man damit umgehen kann. Und ähm, als ich mich dann so gefangen habe, habe ich mir gedacht, so und jetzt hast du recht. Das ist mir völlig egal, das darf uns niemals aufhalten, dass irgendwelche Spinner da im Internet äh, etwas kaputt machen, eure Leidenschaft wegnehmen ähm, oder auch wertstiftenden Content äh, limitieren, nur weil sie der Meinung sind, äh, sie müssten dort in welcher Form auch immer äh, jemanden verunglimpfen. Das geht also nicht so. Das hat natürlich mein rebellisches Gen aktiviert und äh, ähm, ich habe äh, gesagt, okay, äh, ich mache weiter. Aber es war wirklich so an einem Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, wow, das geht jetzt viel zu weit, es geht äh, raus aus dem Business rein in, äh, in mein Privatleben und äh, da ist dann auch wirklich eine deutliche eine Grenze überschritten worden und deswegen ähm, äh, empfehle ich euch unbedingt, wenn euch sowas passiert, äh, sofort reagieren, sofort Kriminalpolizei einschalten, sofort dem Ganzen nachgehen, die entsprechenden Seiten oder Profile. In welchem Netzwerk auch immer, sofort melden, sodass das Ganze verfolgt werden kann. Ja, das sind die Schattenseiten von Ruhm und Ehre, wenn man einen Podcast macht oder auch einen Video-Channel, das ist ja nicht auf Podcasting limitiert, aber bitte rechnet einfach damit, dass es Menschen gibt, die euch das neiden werden und ihr euch nicht erklären könnt, warum das so ist. Also diese Menschen kennen euch privat vielleicht gar nicht wirklich. Ja. Vielleicht haben die noch nie mit euch gesprochen, haben euch noch nie gesehen, das ist völlig egal. Die mögen euch einfach nicht, ähm, äh, sondern äh, die bilden sich halt einfach eine Meinung aufgrund einer Podcast-Folge oder mehrere Podcast-Folgen oder von irgendwelchen Videos oder von irgendwelchen Postings und wollen euch dann einfach ihren Frust mitteilen. Und das ist natürlich, ähm, das gehört auf den Sondermüll und nicht äh, in eure in eure Community. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr bei allem, was ihr tut, immer mit Menschen zu tun haben werdet, die das wertschätzen, was ihr da draußen anbieten wollt, weil ihr es gern macht, weil ihr es aus ganzem Herzen macht. Aber macht euch bewusst, wenn ihr in die Öffentlichkeit geht mit eurer Personal Brand, ihr werdet damit früher oder später, je nach Grad der öffentlichen Wahrnehmung, werdet ihr damit konfrontiert werden. Und äh, das will gut überlegt sein, in, wie man damit umgeht und wie man auch als eigene Persönlichkeit im Leben steht und zum Leben steht, um damit wirklich fertig zu werden. Ich hoffe, euch damit so ein bisschen weitergeholfen zu haben, einen kleinen Einblick auch so in mein Leben ähm, äh, zu geben und wünsche euch nur das Beste und wie immer, bleibt rebellisch.